Voll geil. Die gehen erstmal in Angelage. Okay. Die Carbon-Gitter sind ungefähr 100 Euro. Auf Carbon. Ich glaube es nicht. Alter, das ist ja ein Mega-Boot. Mein erster GT. Schön gemacht, Mann. Yes, Mann. Tag 1 ist vorbei und Tag 2 beginnt jetzt. So, los geht's. Angeln, Leute. Let's go. Troy, eingepackt. Könnt ihr bestellen mit dem Code BOSS, wie ihr wisst. Ich habe das mal gesagt in der letzten Folge. Ich vergesse es oft zu sagen. Wenn ihr bestellt bei Zackfishing, bitte dran denken, den Code BOSS einzugeben. Ich danke euch für eure Unterstützung und beglückwünsche euch zu euren Extra-Geschenken. So, Leute, da sind wir. Ist das herrlich wieder mal. Dude ist auch dran. Ayu, 6 Inch. Mal schauen, vielleicht klappt's ja. Der erste Dude wurde mir gestern schon abgeknabbert von einem Triggerfisch. Wahrscheinlich. Der sah aus wie einmal durch einen Häcksler gedreht. Geil. Okay, Leute, jetzt gibt's Mittagessen. Was haben wir da, Veit? Jobfisch. Das, was es gibt. Ja! Zeig mal die Köchin. Ey, sieht das gut aus. Ey, pure Magic. Ali. Ali, Alter, vielen Dank, Bruder. Mama. Thank you, Bro. Boah. Alter, ist das geil. Yo, mit leckeren Reis, Salat, alles da, Leute. Vom feinsten Reis und hausgemachte Melone. Selbstgebackene Melone. Okidoki, Leute, jetzt haben wir gut gegessen. Motor geht gerade an. Aufzetteln, los geht's. Was ist big now? Big. Ja, big. Big. Fucking hell. So, Leute, das ist wieder passiert. Es war nach dem dritter, vierter Wurf, ist mir wieder so ein Ding raufgescheuert. So ein ganz schöner, also so ein, der Captain meinte, könnte 20 Kilo gehabt haben am Boot, aber hatte ein bisschen verfehlt. Der hing ganz kurz und weg war er. Es ist der Wahnsinn. Leute, ich halte es nicht mehr aus. Kann nicht mehr. Klar, jetzt so eine GT-Freaks. Falls hier welche zuschauen, die sagen, ach, 20 Kilo, naja, haben wir ja schon. Ha, da stehe ich ja gar nicht erst auf morgens. Klar, wissen wir ja auch, aber trotzdem, für mich wäre es ein Riesenfisch. Ich bin kein GT-Angler, also bestenfalls ein Angehender. Und hier wären die halt auch nicht so groß. Der Benny hat schon größere gefangen, auch in anderen Teilen der Welt. Hier wären sie nicht ganz so groß. Trotzdem sind es für mich Riesenfische. Wer was anderes sagt, spinnt, hat einen Knall. Oder, Ali? Ja? Yeah. Yeah. Ja, danke, danke. Wir haben einen Hänger, beziehungsweise Benny. Und bei dem kostet das Vorfach schon 50 Euro. Ich glaube, jetzt geht's los. Wer ist das da? Was davon dran hängt bei dir? Köder, Vorfach, Haken, alles? 178 Euro. 70, 80 Euro. Wenn die Schnur weg noch wäre, dann bist du bei 150. Alles klar. Ali, mega! Boah, Dave, was ist hier los? Victor, Ententeich auf den Malediven! Boah! Alter. Alter, ey. Leute, Guten Morgen, Freunde. Ich habe ja gestern gar nicht Tschüss gesagt zu euch. Es war alles ein bisschen wild. Wir haben es jetzt genau. Oh, schon 10 nach 4, Mensch. Gottes Willen. Wir müssen weniger schlafen. Ich bin schon wieder völlig fertig. Also, ja, es geht los, Leute. Die ersten Würfe und meiner Erfahrung nach knallt es bei mir immer. Also, meistens
direkt am Anfang. Also bleibt dran, es geht jetzt richtig los. In wenigen Minuten geht's hier los. Hoffentlich hält der GoPro-Akku noch ein bisschen. Nein, er ist alle. Scheiße. Nicht so schlimm. Jetzt hat der Typ mitten einen Rainbow Runner gefangen, Leute. Mit einem kleinen C. Jetzt gibt's was zu essen auf der Nachbarinsel. Mega. Das ist ja herrlich, Mensch. Voll nice hier. Leute, einmaligen. Guckt ihn euch an. Herrlich. Das ist ja wie in Kuala Lumpur. Das ist ja genau wie in Kuala Lumpur, Mensch. Ja, guck mal hier. Also jetzt fehlt nur noch wirklich ein kühles Blondes. Oh. Oh. Jawohl. Guckt dir das an. Das ist ja der Hammer. Guckt dir das an. Mega. Mit Ladegerät. Zum Weg. Was ist Chili? Das ist Hirapana. Hirapana? Okay. Das ist ein Fruit and Vegetable Powder. Okay. Und das? Das ist Karampu. Alright. Okay. Und das sieht mir illegal aus. Illegal. Ist gut for? Ich dachte mal rein nach. Das ist schön. Ja. Like the Maldivian people. Yes, we try. But you first you. Okidoki. Dann mache ich auch. Dann eine kleine Runde. Zack. Schön gern. Bisschen Chili drauf, genau. Uiuiui. Passt schon. Hast du Hände auf gemacht, hoffentlich. Vielen Dank. Like this? Ja. And now chewing gum. Okay. Bis gleich. Jetzt guck in die Kamera. Dein Ernst? Alter, don't try at home, Leute. Was ist das? Ruhig Töne putzen. Bin ich geboren. Wo sind die Tunas? Ich zeige, wo sind die Tunas? Wo sind die Tunas? Ich frage, wo sind die Tunas? Wow. Und da ist er. Jawoll! Mega! Herrlich! Schön gegen die Sonne. Wunderbärchen. Das ist ein schönes Tier. Herrlich! Wo denn? Ja! Titi! Ja, Mann! Jetzt nimmt auf. Ah, kannst du die? Ja, genau. Warte. Okay, Leute. Small. Juhu! Ein Bluefisch! Ein Bluefisch! Mega! Ich bin begeistert. Juhu! Ein weiterer blau-glossen Thunfisch. Thunfisch. Herrlich. Oh. Yes, man. Lucky Fish. Yes. Mega Digi. Siehst du, die App hat doch recht. Guter Mann. Guter Mann. Jawoll! Komm, Digi, das ist doch für dich ein kleiner Rotzer. Hammer. Jawohl, Leute, da ist er! Guter Mann! Sehr guter Mann! Jawohl! Mega. Hau rein damit! Jawohl! Yes, Mann! Ja. Okay, fight! Los jetzt hier! Endlich! Jetzt zeigst du mal, was du kannst hier, Digi. Wunderbar, da ist er. Auf die Türklinke. Mega! Okay, Leute. Nach dem 10. Fehlbiss oder weiß ich nicht. Bluefish, ja? Aber big one. Wunderbar. Die letzten werden die ersten sein, wa? Der Wenzler räumt hier ab, Alter. Egal wo er angelt. GT! Alter! Schönes Teil! Ein weiterer GT, so sehen sie aus. Und tschüss!
Alba, so geil. Oh, oh. Perfekt. Ey, wie schön. But life? Very good. Very nice. Ali is the best. Ali. Well done, my friend. Lupin Trevelli. Herrlich. Mega. So lieben wir sie. Passend zum Shirt. Passend zum Shirt. Wunderbar. Ali ist the best. Okay, Leute, wir sind tot. Wir können nicht mehr. Mega. Oh, mega. Yeah, mega. Hachu, haben sie auch nicht überlebt. Check Fishing! Mega! Ich kann nicht mehr. Ende. Feierabend. Es reicht. Morgen geht's weiter. Angeltag Nummer 5, Leute. Langsam haben wir... Ali ist auch da. Langsam haben wir hier die ersten Leute auch schon mürbe bekommen. Wir schmeißen, oder ich schmeiße... rund um die Uhr. Werfen, werfen, werfen. Mit der schweren Rute, der Riesenzeckrolle, dem Muster. Und ihr wisst ja alle, wie ich aussehe. Also langsam tut es auch ein bisschen weh. 10-11 Stunden am Tag durchknüppeln mit dem schweren Tackle. Dafür gehen andere ins Fitnessstudio vorher. Also ich bin jetzt richtig tot. Wirklich richtig am Arsch. Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Oder Male ist nur einmal im Jahr. Der Ort heißt ja Male hier in Malaysia. Sogar eine Toilette an Bord. Herrlich! Guckt euch an, ein Traum. Und man kann sogar noch schlafen, wenn man das möchte. Feuer! Feuer! Mega! Okay. Er brauchte mal kurz Feuer. Jawoll! Juhu! Ja! Mann. Los jetzt! Ah, falsch! So kennen wir ihn! Los jetzt! Hol ran das Ding! Die Kurbel ist zum Kurbeln da! Der ist dick, Alter! Das ist nur ein GT, komm jetzt, hör auf zu spinnen! Gib mich so an! Sagst du so leicht? Ach komm, jetzt hol das andere Ding hier. Es geht nicht, Mann. Sag mal. Was ist denn das hier? Ich hab ihn. Du hast ihn, Diggi. Du hast ihn. Alter, lieber Gott. Yo! Mega Fight. Gut gemacht, Diggi. Lot of picture, please. 100 Kilo. Ali ist der Best. Ali, Tuna. 100 Tuna Ali. Kilo. Hey! Electric Chicken Tuna. Yes. Yes! Letzter Tag, Alter. Und der Fisch geht raus, Mann. Back in game. The boss. Den muss ich kriegen. Der bockt, wa? Yes, baby. Dickes Ding, Alter. Ach, der hängt safe, Alter. Der hängt richtig. Der hängt richtig safe, hat alle Flunken drin, Alter. Yes, Mann! Baby! Jawohl! Schönes Ding, Mann. Yes! Eine kleine Flitsche. Voll geil, ey, was für eine, das für ein Drama. Es war so spannend, ey. Und am letzten Tag, wir haben nur noch einen halben Tag geangelt. Wir haben noch 2 Stunden oder so. Und endlich mal so vernünftigen GT hier, sag mal. Ich habe schon abgeschlossen mit den Malediven, aber jetzt bin ich wieder. Ich bin wieder Freund. Ich bin wieder Freund. Herrlich. Boah, was für Emotionen an Bord. Ich hab die alles gar nicht mitbekommen. Ey, wir sind alle völlig durchgedreht. Alle mega happy. So muss es sein, Mann. War lustig, aber natürlich hat es mich schon gewurmt. Ich wollte unbedingt so ein Ding fangen. Natürlich habe ich auch welche vorher schon gefangen. Aber wenn man schon mal hier ist, ist ja auch eine riesen Reise und wahrscheinlich auch für viele Leute so was einmal im Leben. Also ich kann nur sagen, ich bin restlos begeistert. Danke Leute, thank you bro. Good man, Atif, the best Leute. Wenn ihr hier seid in Damarandu,
Mit den beiden Jungs müssen wir rausfahren. Den Kontakt macht der Junge da vorne.